think I'll try this a new way. I'm gonna show you the tricks that I know. I'm getting tired of talking, and I need more of a show right now. It's time that you made your mind up, 'cause lately all it ever does is change. Feels like we're only talking, talking, going round and. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video, diesmal aus den Dolomiten. Und hier eröffnen wir die Wahlfahrt, warum die anderen beiden so viel schlanker sind wie ich. Währenddessen die Zähne putzen, gibt's bei mir Pizza. Morgen fahren wir was richtig Cooles, und zwar die Cristallo-Scharte überqueren wir, oder? Den Monte Cristallo überqueren wir eigentlich. Genau. Die Nacht haben wir schon mal super überstanden und jetzt sind wir gerade schon wieder beim Frühstücken. Nur kalt, es ist viel kälter als wie erwartet. Weil mitten im Sommer in Italien denkt man ja eher an Bikini-Wetter als wie an Daunenjacken. So ist es. Schaut mal, was für eine super coole Aussicht wir von hier aus auf die drei Zinnen haben. Wahnsinn, oder? Ist echt sau geil. Auf, los geht's los. Aber jetzt sind sie alle abgelenkt, weil wir gerade einen tierischen Besuch bekommen. Ja. Handschuhfächer sind geöffnet. Und damit? Auf Petra gewohnt, auf Navinette, na so schön, na so netta. Ja, damit geht's bei uns nach Cortina, Richtung Cortina. Und dann die Spezialüberschreitung. Hoffen, sie funktioniert irgendwie so. Naja, sehe ich mir. Also die Mädels haben leider keine Fiegel mit, ich schon. Schlechte Voraussetzung, Alina. Ja, ich weiß, es ist echt saukalt. Ich hätte eher an den Bikini gedacht, ursprünglich mal. Sehen wir schon, wo es für uns heute hingehen will. So, nochmal zur Orientierung. Der Martin fotografiert gerade das Massiv, wo es für uns heute raufgehen wird. Wow, sieht ein bisschen aus wie unreal, also richtig wie aus einem Computerspiel. Cool, ja, oder gerade? Ja. Vor allem das im See, das ist echt krass. Uns wird wieder Wasser aufgefüllt. Da im Hintergrund seht ihr die Hohe Geißel. Und plötzlich ging es bergauf. Und das teilweise echt schon wieder steil. Wir sind jetzt auf so einer Art Hochebene und haben eine kleine Riegelpause eingelegt. Und kleine Eselchen freuen sich gerade. So klar sind die nicht mehr. Normale Eselchen, normale Esel. Oh nein. Die werden schon salamisiert. Freuen sich auf jeden Fall gerade, weil sie denken, sie kriegen einen Zuckerl oder sowas. Aber kriegen sie nicht, weil es ist leider schlecht für die Zähne. Ihr seht, ich habe nicht übertrieben. Hier geht es wirklich einfach sausteil rauf. Gerade so, dass es sich noch irgendwie treten lässt. Aber die Aussicht ist dafür wirklich sehr geil. Und hier kriegen wir wieder eine kleine Verschnaufpause. Immerhin. Weiter geht's mit guter Aussicht. Wir sind wieder ein Stückchen weiter. Und zwar am Sessellift von Cortina. Und frisch ist wohl. Ja. Ja. Es ist echt frisch geworden. Und es sind leider auch einige Wolken hergekommen. Nicht, dass wir im Gewitter landen. Sind wir gerade ein bisschen am Schauen, wie es weitergehen soll. Unser Ausblick gerade eben. Echt Hammer. Fest Daumen drücken bitte, dass wir die Überschreitung durchziehen können. Wenn uns das Wetter einigermaßen hold bleibt, dann geht es da für uns rauf. Da so. Ja, hoffen wir das Beste. Ausschauen tut's cool. Unter dem alten Sessellift geht es jetzt erstmal rauf für uns. Die Berge sind so krass hier. Einfach zu geiles Panorama. Mega! So, ich zeige euch jetzt mal das Rundum-Panorama, weil gerade eben haben wir noch einigermaßen Aussicht. Und so wie es jetzt kurzfristig gemeldet ist, könnte es sein, dass es gleich mal weggeht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, weil im Moment ist der Wetterbericht eh nicht so super zuverlässig. Da fällt Rego ein bisschen in den Wolken.
Und hier geht's weiter für uns. Jetzt ist es einfach schon zu steil. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir doch noch ein Stückchen rauf müssen. Puh. Ja, jetzt ist schon noch ein bisschen steiler geworden. Ich glaube, jetzt ist jedem klar, warum wir nicht mehr fahren. Ja, blöd zum Gehen ein bisschen, aber... Sieh, da kann man ganz leicht fahren jetzt hier. Da oben, wo ist es? Da wäre voll das coole Kreuz. Aber da gehen wir nicht hin, sondern wir steigen hier durch. Da. Ihr wisst ja, der Martin ist so ein kleiner Erster Weltkrieg-Fanat, also halt einfach interessiert daran. Und ausgerechnet jetzt findet er eine Originalpatrone mit K&K-Logo, sagst du? Krass, ja. Cool. Laut einer alten Karten geht da punktierter Weg auf, für ein bisschen was schaut aus. Von der Neigung ähnlich wie es da jetzt war und oben schaut es ein bisschen steiler aus, aber da schätze ich, können wir schon durch. So hängen wir jetzt drin. Ist echt gerade nicht so ohne. Aber irgendwie geht's schon. Hier sieht man jetzt auch wieder überall die Stellungen vom Ersten Weltkrieg. Da oben ist eine. Und hier unten seht ihr auch alles, was eben so da ist. Die Holzdinger, die Metallteile. Hier auch noch ein Teil von einer Axt. Und eben die Metallschuhe. Alles vom Ersten Weltkrieg. Also diesmal hängen wir echt ordentlich drin. Jetzt ist es so steil geworden. Ich sag ja immer, schieben ist einfach besser als tragen. Ah, Spaß beiseite, das ist echt krass. Ja, jetzt sieht man wirklich, wie steil es ist. Ich stehe gerade von der Seite, da sieht man es einfach viel, viel besser. Das ist echt irre. Ich muss auch zugeben, ich habe schon ordentlich Respekt jetzt, weil man sieht einfach, wie viel Schotter mitrutscht, wenn man einfach nur einen Schritt macht eigentlich, oder? Schon echt verrückt. Und so stehe ich im Moment drin, stehen ist ganz fein, aber irgendwie müssen wir ja weiter, nicht dass das Gewitter noch tatsächlich kommt, dann ist hier stehen garantiert nicht mehr fein. Und ja, ich habe den Helm aufgesetzt, bin schon ausgelacht worden, aber ich habe zu viel Angst. Da sind wir jetzt gerade eben hochgekommen. Und hier seht ihr noch so eine Stellung wieder. Und da geht der Klettersteig rüber. Und jetzt zeige ich euch dann gleich die Aussicht von oben. Da käme der Klettersteig von der Hütte rüber. Und das ist jetzt im Moment unser Panorama hier vom Joch aus. Echt krass. Und vielleicht machen wir jetzt noch den Gipfel. Da seht ihr mal, was so Steinchen in den Schuhen drin sind. Vom Hochtragen. Jetzt sitzt mal wieder da beim Jausnen. Käse, Salami. Und er tut schon wie eine Taube. Und Gott sei Dank hier die Schirchen Schuhe. Schauen wir mal weiter. Ich komme gerade noch für ein Foto. Gonna show you the tricks that I know. I'm getting tired of talking, and I need more of a show right now. It's time that you made your mind up, 'cause lately all it ever does is change. Feels like we're only talking, talking, going round and around, back around. I will fight like no other.
talking, talking, going round and around, back around. I will fight like no other every day. I won't stop like the others. I will stay. 'Cause now is the right time, and I'm feeling alright. I'm playing your game like I know I can win right now. You got me on tonight, 'cause loving you is like I'm walking a tightrope so high. I'll be turning around, no, I'll be turning around. 'Cause the right time, I'm feeling alright. I'm playing your game like I will win tonight. Don't forget it, don't forget it, don't forget it. We'll turn this around. Don't forget it, don't forget it, don't forget it. We'll turn this around. My heart is beating to your drum, and I'm blinded by the sunshine in your eyes. Not thinking twice, am I this dumb? Although I know you're all I want. How could I crave something so bad? My sweaty palms reveal a warning I should hear. But I don't care, you drive me mad. I'll ignore the truth and run to you. So we could drive away. You'll hear me say, da oben geht der Klettersteig, da sieht man die Hängebrücke und hier unten davon sieht man die Schießscharten von früher. Und da sieht man den See, wo wir heute Morgen schon fotografiert und gefilmt haben. Jetzt sieht man da hinten auch die drei Zinnen und unten drunter die drei Zinnenhütte. Und natürlich wird das auch fotografisch festgehalten. Aber den Martin... Can't help myself. Too well, I need you close. Can't help myself. Try to stop me, but I'm under your spell. Can't help myself. You know too well I need you close. Can't help myself. Try to stop me, but I'm under your spell. Can't help
Wegen dem Schluck auf, nicht wegen den Dosen. Nein, aber hier sind lauter Dosen vom Ersten Weltkrieg. Heftig. Und noch Stacheldraht und so. Es ist echt total verrückt. Und ja, ich habe Schluck auf. Den ganzen Trail schon höre ich mir gerade an. Und wisst ihr, wo es herkommt? Vermutlich von da oben. Weil da sieht man wieder die Bunkeranlage. Oder halt. Da 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 da
vor. Wer sieht schon, der Martin hat wieder einen Bunker gefunden. Gib ein paar Details. Erster, zweiter? Zweiter Weltkrieg. Valo Alpino. Richtig fettes Teil. Richtig krass. Schaut mal hier. Die betongewordene Angst gegen Hitler. Jetzt seht ihr mal von der anderen Seite. Er ist zugemauert, aber man kommt trotzdem rein. Hat der Martin gerade ausgekundschaftet.
Und wieder gut unten. Jetzt geht's zurück zum Auto und zur Pizza. Aber erst noch irgendwie abfrischen. Trail zurück zum Bus. Hoffentlich diesmal ohne Schrecken. Aber wir gehen mal schwer davon aus. Bevor es was zum Essen gibt, müssen wir uns erst noch ein bisschen salonfähig machen. Boah ja, dringend. Guck mal, götten lassen. Ja, ist schön. So, nach der Tour ist schließlich vor dem Essen. Und hier sind wir in Mexico City. Und es schmeckt echt richtig gut. Sieht zwar gar nicht so aus von außen, sieht eher nach Touristenabzocke aus. Aber die Pizzas sind mega geil.